Servus. Glück auf. Geht nahtlos weiter. Ich habe auch die Befürchtung, dass sie schon wieder alle nachgespawnt sind hinter uns. Das Problem ist, ich sehe die dumme Sau hier nicht. Vielleicht wären hier auch mal Granaten von Vorteil gewesen. Zuerst war er da, dann war er irgendwo hier oben. Und jetzt ist er wieder irgendwo. Wir könnten versuchen, da hinten lang zu gehen. Sind da oben immer noch welche? So wie ich es kenne. So einer ist da ja auf jeden Fall noch. Ich weiß auch nicht, ob das schon die Container hier sein sollen. Boah, hier ist null Deckung. Schon. Das ist auf jeden Fall weniger von der Scientist, weil die sind nicht alle gespawnt. Alter, ey, ein Witz, ey. Boah, ist das schlecht, Leute. Das sind Elite-Kisten hier übrigens. Vier Stück an der Zahl und viermal Schrott, Alter. Ein Witz. Das ist ein Witz. Weil da überall Waffen nicht drauf ist. Tja. Ja, sorry, du technisch ein Witz, Leute, echt. Naja, das nützt nichts, ich werde jetzt hier mal zwischen Sput einlegen. Du triffst doch immer, Alter. Ist doch normal. Ja. Yeah. Also einer stand ganz oben, der hat nicht geschossen auf mich.
an der. Ich weiß nicht von wo, Alter. Es ist so nervig. Wollen wir jeden Schuss treffen. Da, brauchst nur einmal pieken. Zack, kriegst du in die Fresse geschossen. Down. Natürlich nicht, er geht sich heilen. Problem ist halt, dass der andere gleich auch noch kommt. Problem, ihr seht das. Problem ist ja nicht nur reinzukommen, du musst ja auch wieder rauskommen. Und dafür hier 4 Elite-Kisten. So scheiß Loot. Ist lächerlich. Gut, dass der Buggy ist, der hätte uns weggemacht. Sobald die einen Python haben, sind die irgendwie Buggy im Moment. Ja, mit Granaten wäre das wahrscheinlich easy peasy hier. Kann man echt mal ausprobieren. Filmen sie wieder beide dahinter? Heilen sich wieder? Ich kann nicht zwei pushen, Alter. Das geht nicht gut. Genau das meine ich. Gleich kommt einer von hinten und macht uns weg, ey. Dein Ernst? Mein Gott, gib die Spritzen, Alter. Steht ihm kein Ertrag, der Militärtunnel. Nur mal so. Die Info ist echt nur just for fun, Leute. Ihr seht ja, wie viel Spritzen ich jetzt hier dann verballert habe. Selbst einen Aimgott-Biss, wie sie einiges an Spritzen verballern.
Na gut, wenn man hier so die Posis kennt. Leiter sich wieder. Vielleicht kommt wieder einer von hinten oder. Weiß er da nicht, ob der eine gerade von vorne kam oder von hinten. Ja, komm jetzt, Junge. Jetzt werde ich hören schon. Meine Pumpe hat noch gelesen. Wie gesagt, der Ertrag steht in keinem Verhältnis. Was? Da weiß ich nicht, was sie mit den Elite-Kisten gemacht haben. Guckt euch das an. Das ist noch nicht mal eine Waffe. Also, das ist den Aufriss hier echt nicht wert. So, das war's. Jetzt muss ich gleich im Nahkampf auf die Pumpe setzen. Scheiß Ding runter. Gesehen? Ja, wenn er alleine ist. Ihr seht, wie langsam die ist. Es macht keinen Sinn, die Pumpe zu nehmen. Sie ist so viel in der Zeit. Ist besser halbautomatisch in dem drauf spähen, so wie es vorhin bei dem eingemacht haben, der gepusht hat. Legst du doch nicht dann die Waffe, Alter! Junge, Junge. Ja, das. Sind übrigens die, die ich vorhin hier auch erwartet hatte, die aber nicht da waren.
Weil wahrscheinlich schon jemand vor uns hier versucht hat. Weil er einfach nicht weitergekommen, keine Ahnung. Leiche habe ich aber nicht gefunden. Habe ich aber auch nicht explizit nachgesucht. So, ich glaube, das war es, dass wir jetzt nach vorne gehen können. Die werden auch schon nachgespawnt sein. Ich wollte eher sagen, es sind jetzt doch weniger Scientists geworden wie früher, aber ne, es ist doch noch eine Menge. Aber hier machen auf jeden Fall Granaten Sinn mit reinzunehmen. Durch an die feige Sau, da einmal geschossen, jetzt zockt er irgendwo hinter der Barrikade. Problem ist, eventuell ist hier. Unten halt auch noch einer, aber das kommt noch gleich einer von hier hinten. Das ist so lächerlich, Junge. Was ist denn los mit dir? Dann zeig dich doch. Hey, was willst du da machen jetzt? Guck mal, kannst du mal hier durch. Durchschießen. Cool. Wenn der Affe sich nicht zeigt. Das Ding ist, sobald ich die Leiter hier hochgehe, macht er uns weg. Junge, kannst du mal bitte hervorkommen? Hasse Loch. Aber ich denke, mit der LR ist das hier easy peasy. Wenn man ungefähr weiß, wo die spawnen, noch wie viele man sich einstellen muss. Ich habe gesehen, SMG. So, hier ist natürlich noch mal irgendwo einer. Oben rumläuft mindestens einer. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die Leiter zu nehmen oder lieber rumzurennen. Naja, Leute, ich laufe zur Schiffsbrücke zuerst. Militärtunnel, check. Wir hatten beim Reingehen ein bisschen Glück, dass die drei Scientists nicht da waren. Und das nach rechts rum, da sind normal auch zwei Scientists noch nicht da waren. Ich weiß nicht, wer hier auf mich schießt. Irgendwie so ein normaler, glaube ich. Hat nichts. Kann ich mal so nicht gucken, dann bleibt richtig. Ja, ich will die Ausrüstung wieder reinlegen. Da habe ich, glaube ich, vorhin schon eine rausgenommen, sonst lasse ich beide Ausrüstungen da. Beute ist natürlich ein Witz. Ein absoluter Witz. Ja. Weiß ich nicht, was sich das Spiel dabei denkt, Leute. Das steht ihm kein Verhältnis. Wenn, dann sollen sie da noch eine hackbare Crate reinsetzen. Oder halt vernünftigen Loot in die Elite-Kisten. Ich meine, 4 Elite-Kisten ist gut, aber nicht, wenn da kein Loot drin ist. Und ja. Macht euch selber ein Bild. Das Grab habe ich sogar nur so eingesammelt. Also, wir haben ein Geschütz. Ein Laservisier, ein Schalli, 5 Schrott, 22 HQ, eine Kamera. Guck, ich hätte sogar 2 Granaten und hier das Fenster.
Das war es, Leute. 4 Elite-Kisten. Das wird ein Bot sein, warum? Was ist denn hier? Kannst du einfach rumrennen, 20 Zombies töten, hast du fast einen fett ähnlichen Loot. Du musst noch einen Airdrop mit, dann hast du den gleichen Loot. Immer ein Geschütz drin. Bin schockiert, Leute. Ich kann es euch noch nicht sagen, je nachdem wie meine Zeit ist, werden wir vielleicht die Tage nochmal Militärtunnel antesten mit LR dann. Ich muss sagen, die Scientists sind genauso stark wie auf dem Ulrik. Wrecken dich genauso. Und ich habe so viel Spritzen verballert für nichts halt einfach. Ne? Hat auch Munition, also. Wäre jetzt wenigstens eine Bolt oder eine AK oder so aus dem Bereich rausgekommen, weil die kriegst du ja auch schon mal nicht mehr in die Elite-Kiste. Oder wenigstens eine Rakete oder irgendwas. Irgendwas Geiles halt, ne? Aber das war ja gar nichts. Hand! Jo, wir handen! Ich habe doch hier gerade einen Korb gesehen. Ich brauche nämlich nicht mehr viele für ein silbernes Ei. Ich will mal eben mein Hightech-Gear hier reinpacken. So, kann ich euch das ja auch noch zeigen. Geil! Ich habe natürlich jetzt kein Kostüm an. Also wenn ihr das, den Korb in Hand habt, so fürs nächste Jahr, bis ihr das seht, ist Ostern schon immer rum. Um halt nur links klicken, sonst müsste man so machen. Mit E drücken, und dann das so aussehen. Das dauert natürlich ewig. Den Korb könnt ihr voll durchmischen. Wenn ihr dann noch ein Hasenkostüm anzieht, was man irgendwie aus silbernen Eier kriegen soll, siehst du halt ohne Ende Eier und nicht nur so wenige wie hier. Also mit dem Korb schafft man locker über 100. In 3 Minuten. Den Airdrop rum. Wenn man dann das Kostüm anhat, schafft man locker 200. Das erklärt natürlich auch den Scientist da gerade. Hey, genauso geil wie Airdrops. Oh, der Pulli war aber gar nicht schlecht. Genauso geil wie die Airdrops die ganze Zeit sind. Ja, es machen auch nicht immer alle mit hier, kann ich auch gut verstehen. Ich mache das auch nur, um jetzt einmal ein goldenes Ei dann zu machen. Weil uns fehlt nur noch ein silbernes. Dann gebe ich auch gleich mal hier ein bisschen Gas eben. Weil der Immel ist heiß. Und dann packen wir das gleich rein. Dann gucken wir, dass wir zum Main-Butze kommen. Dann können wir da ein goldenes Ei machen, das aufmachen. Das Unterwasser kann ich sammeln. Oh, Abschwein, alles Schwester. Ja, sammel doch, Alter. Himmel, muss auf, ne? Ich muss ja zwischendurch hier Schweine killen und Airdrops looten und. Mal ein bisschen Gas geben hier. Dann macht er mal ein Eier ins Wasser rein. Was ist denn hier? So, jetzt bräuchten wir nochmal ein paar, die nah beieinander liegen. Das sieht schlecht aus. Für ein Immel, hä? Hey! Receive 3 Silber Eggs! Ja, wenn man dreimal Erster wird, hat man Rucksack und Goldenes zusammen.
So. Körbchen rein, Einzelteile können wir mit rübernehmen, Scrap können wir mit rübernehmen. Klappen bleiben hier, Messer bleiben hier, Pulli nehmen sie mit rüber. Gut, haben wir 4 hier, das passt. Problem sind die Waffen. Ja, ich muss da noch mal Muni hier hinbringen irgendwann. Das ist hier echt nicht viel. Das hier können wir mitnehmen. Ja, Problem, ich müsste die halbautomatisch eigentlich auch noch hier lassen. Einfach damit die 4 Stück hier habe. Das heißt, die Pumpe und Flammenwerfer ist unser Equipment. Noch mal ein Suit hier lassen eigentlich. Mit eh ohne Waffe rumlaufen. Pumpe, ja, Pumpe immerhin. Nochmal eben. Granaten können wir auch noch werfen. Rote Karte. Habe ich eine blaue auch gehabt oder habe ich die weggeschmissen? Ja, hier haben wir ja auch noch eine, unsere Roaming-Ausrüstung. Aber die lasse ich auch hier. Das ist schon gut so. Können wir auch noch hier lassen eigentlich. Ja, noch nicht mal so ein Steintor oder sowas. Gar nichts. Also echt erbärmlich. Naja gut, Leute, auf geht's, ab geht's. Gucken wir so nach Hause kommen. Ja, es wäre natürlich schon ärgerlich, das jetzt zu verlieren. Auf der anderen Seite. So, jetzt. Nichts bei, wo ich sage, jo, super wichtig. Ja, ich bin echt gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. War ganz cool mit den Scientists. Wie ich auch sagen muss, halbautomatisches Gewehr. War jetzt so semi-geil für Militärtunnel, muss ich sagen. Da war mit der SMG schon besser. Klar, auf Entfernung muss er halt irgendwie ein Gewehr dabei haben. War okay. Wie gesagt, mit einem Zweifachvisier, diesem Holovisier, was er mittlerweile zweifach zoomt. Wäre es vielleicht ganz geil gewesen. Ich laufe gerade auch komplett Banane irgendwie. Muss ich mal, ich habe es ja gelernt, glaube ich. 6 Visier, das glaube ich. Ja. Können wir ja gleich mal eins herstellen. Bedenkt mir dann, das Ding auf LR. Rückstoßdingen haben wir schon drauf. Licht. Ich denke, dann rockt die LR schon richtig.
war zumindest mir persönlich jetzt. Macht natürlich noch lange nicht so viel Schaden wie eine AK. Also er macht wie das halbautomatische Gewehr 40, die AK macht 50 Schaden. Aber AK haben wir halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie spielen kann. Würde ich aber ganz gerne ausprobieren. Also so schlecht war ich jetzt auch nicht mit AK, aber ist jetzt nicht irgendwie so. Vom Kosten-Nutzen-Faktor her für mich jetzt war die halt nie so. Ne? Weil wenn man irgendwie da jetzt nicht so der Killer mit ist, wenn man zwei, drei AKs verliert, tut halt schon weh in Resis. Zumindest auf dem Vanilla-Server. Jetzt vielleicht nicht ganz so mit zweifach. Das war auch immer so das Problem. Und halt, ich habe halt ganz selten mal die Chance gehabt, überhaupt mal an AK ranzukommen. Vanilla-Server. Wenn dann nur auf dem Solo-Server, also, du auf dem Duo bist oder ein Trio-Server, puh, dann echt schwierig da nach AK zu kommen. Wenn du jetzt auf dem 100-Mann-Server bist, der auch, wo immer 50 Leute drauf sind oder sowas, davon rede ich jetzt, ne? Hier ist das natürlich ein bisschen was anderes. Deswegen, nächste Staffel wird definitiv auf dem aktiveren Server sein. Das kann ich euch versprechen. Und dann vielleicht auch Duo oder Trio, mal gucken. Kann aber auch Solo sein, aber wenn dann auf dem Vanilla-Server. Ohne Raid-Schutz und sowas, das wollen wir wieder richtig raiden können und vielleicht auch geradet werden. Achso, hier hatte ich noch Holz reingepackt in unsere Axt hier. Noch mit nach hinten nehmen, Ofen gucken wir gleich. Ja, wie gesagt, ich bin tierisch enttäuscht von dem Loot, ey. Aber so, muss ich sagen, hat es gut geklappt. Der eine, wie gesagt, der eine Tod war Dummheit. Das hätten wir uns schenken können. Wäre ich gleich ohne Pumpe reingegangen mit einer SMG, wäre der auch nicht passiert. Das muss eh nochmal rüber, dann kann ich auch nochmal ein bisschen Muni machen. Muss ich auf jeden Fall nochmal laufen, weil das mache ich ohne Aufnahme. Da brauche ich nicht jetzt hier. Wo ich dabei nehme, wie wir da rüberlaufen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich noch irgendwo eine Sicherung habe. Dann könnten wir nochmal einmal Airfield machen. Obwohl, wir sind schon bei 32 Minuten. Mal ist das goldene Ei. Hier, gucken wir. Hier war immer das Kleinzeug weg. Ist das mal. Inventar voll ist und dann wieder wegdroppt. Das habe ich nicht beim ersten Mal gehabt, wo ich die Scheiße gemacht habe. So, ansonsten. Seht ihr es? Es füllt sich wieder. 7, wir brauchen noch 3 fürs alte Vorgedöns. Airdroppy, ja, Airdrops sind ganz toll in diesem Spiel. So. Da hätten wir auf jeden Fall noch eine Sicherung. Ja, das packe ich jetzt erstmal hier hin. Das muss dann irgendwann nochmal nach oben. Ich muss mir gleich noch eine halbautomatische craften. Kann man eben nebenbei machen. Ja, und jetzt haben wir hier unser Hightech LR. Oh, cool. Boah, ich denke, damit können wir richtig abgehen. Ich glaube, die kann ich handeln, ey. Haben wir Bock drauf. Aber ihr seht, im Militärtunnel kannst du immer mal irgendwie sterben, ne? Aber ich denke, damit kannst du da gut durchrocken. So. Zum Abschluss der Folge. Juhu. Aufwerten. Goldene. Sie können auch mal ein silbernes aufmachen. Kriegen wir so ein tolles Kostüm. Ist das euer Ernst oder was? So, damit ihr mal seht, was man so aus den Scheiß kriegt. Gehen wir das auch mal durch. Und jetzt 3, 2, 1. Eine LR. Naja gut, 500 Scrap, ne? Muss das so sehen. Ich werde die jetzt auch mal ausstatten. Dann können wir auch mal mit einer LR rumrennen.
können wir ruhig eine riskieren dann. Und vielleicht reicht auch schon Schalli auf LR. Aber ihr seht, beim Schalli ist das Problem, der zieht dir 25 Schaden ab, ne? Wenn du jetzt diesen Verstärker nimmst. Aber der zieht dir nur 20 ab. Und deswegen ist das schon so meine bessere Wahl. Ja, aber ihr seht, es lohnt sich, goldene Eier, auf goldene Eier zu gehen. Hört sich schwierig an, ist aber so. Nie mehr oder was? Baustein. Hier habe ich ein paar mehr drin. Außer vier. Mein Munitionslager noch. Ich weiß halt auch nicht, wie lange das dauert, bis er nachspawnt. Der Tunnel. Mit der LR echt mal nochmal gerne antesten. Gut, ich werde jetzt hier noch ein bisschen craften und mal gucken, was noch hier. Doppelläufe habe ich 1 Million Stück. Was sonst noch so geht. Muss hier noch Schießpulver craften und so weiter. Und dann gucke ich mal, vielleicht schmeiße ich gleich noch eine Aufnahme an und dann gehen wir mal einmal nochmal Airfield. Und dann ist es auch gut für heute, denke ich. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles an die Kommentare. Bis dann. Ciao.